So, jetzt! Jetzt können wir mal machen. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. Aber ich halte die Milchstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt hier auch verschreiben würde. Bloß ohne die alte Predigtmarke. Die Kammer ist ein Mythos, die werden sich den Tod holen. So, Mika hat einfach aufgenommen. Nee. Angefangen. Und meine Aufnahme lief nicht. Das hier ist übrigens Zed. Hab ich auch nicht gesehen. Hä? Wo kann ich denn nicht sagen? Weil ich vielleicht noch keinen Strom. So, was soll mit Gladtraps sprechen? Machen wir? Was hätten wir? Ich hätte noch mehr Munition. Geil. Meins, meins, meins. Oh, meins. Na, Gladtraps. Ich hätte so viel SMG-Munition, ich kann sie aufheben. Und wie Karten SMG und hebt auch nicht auf. Ich hab vergessen, dass sowas passiert. Wir haben doch Teil 1 gar nicht gespielt, wir haben nur 2 gespielt. Ja, wir haben auch 1 gespielt. Ja. Oh, oh! Ja, wir mucken! Was passiert hier? Level up! Auch mal! Ein gutes XP, die du mir gibst. Du kriegst aber nur die Hälfte von, als ich krieg. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. MSG-Munition. Du hast es geschafft. Man erkennt ihn für Pixel. Oh ja, voll. Ich würde dich. Du sollst einen Claptrap treffen. Ja. So hätte er nicht mehr lange durch. Was ist hier draußen oder was ist da drin? Draußen. Glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, ich wein! Stör! Ja. Hab's gefunden! Ja. 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 Hab ihn da gekriegt! Psst! Mal leise! Ich glaube, ich habe einen Blick. Er scheint okay zu sein. Also, irgendwie brauchst du? Nein, das geht nicht. Bei der Forschung war es ja. Du schon mit der rechten. Meine Mutter tanzt auch. Ja. Geil. Okay, wir sollen 5 Skarks töten. Das hier sind Skarks, Jonas Haustiere. Jonas Haustiere. Okay, lass sie in Ruhe. Sollen Jonas Haustier in Ruhe lassen, Mika? Hör auf, die zu schießen, Mann! Hör auf, die zu schießen, Junge, Mika! Ich hab die Waffe! Reiß nicht gut. Warte mal, ich hab gerade die Waffe aufgehoben. Was ist das? Eine Pistole, ja, die spielst du, als wenn ich rot kriege. Ja, super cool. Sind die auch gut oder sind meine? Das sind deine auf dem Dorsch. Ne, die sind ja neue, oder? Nein. Und mein anderer war rot. Ist die ist rot. Aber haben wir mich schon vorblind? Nein, wo ich das haben blind. Ich bin nicht zu einem Doppel. Okay, wir müssen dann so sad. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Okay. Reparaturbedürftig. Was ist das? Dr. Zed benötigt einen Energiekoppler, repariere die Medi-Automaten und kauf ein Schild. Okay. Wir sollen jetzt mal den Automaten reparieren. Wenn du dich unsichtbar machst, bist du auch schneller als ich, gell? Ja, geil. Da lang gehen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß auswendig, wo es hingeht. Ich dachte, du warst nicht. Hallo, da, guck da. Das ist Teil, was wir brauchen. Das ist das. Mega. Ich wollte den Mund. Ja, du wolltest die Schneekrim bei mir. Und ich sag mal, du kannst die Schneekrim, du kannst das nicht. Ja, so. Ich bin bald Level up. Ja.
Guck, ich hab die aufgeholt mit Leveln. Ich bin auch quatsch so weit wie du. Ey. Leveln bucken. Mag ich meins, alles meins. Ah, ja, die geben auch alle SMG-Munition und dann lass einfach liegen. Wo soll ich wissen, wie der aussieht? Guck doch einfach überall, wo so weiße Striche hochgehen. Das ist Munition. Aber sonst, ja, ist doch egal, wie es aussieht. Zahlen wir es einfach auf. Ich habe so viel SMG-Munition, dass ich nichts aufnehme. Ah, Colin, der hat Werbung gemacht. Oder hat gesungen. Ja, das wird zum Spiel, also egal. Okay, wir sollen ein Schild kaufen. Ich halte die medizinischen Geräte an. Kauf dir kein Turtle-Schild. Hä? Kauf dir niemals ein Turtle-Schild. Ja, ich habe das Angebot gekauft. Das ist das Beste, was das gibt. Du solltest die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen, das du nicht mehr brauchst. Dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Wir können das Schild noch, ja. Kauf dir niemals ein... Das war doch drin! Nee. Doch, jetzt ist es draußen! Ha? Ach man, jetzt... Jetzt ist es drin. Komm schon, lade auf, Schild. Lade. Wir können noch abliefern. Oh nein. Ich bin erst verarscht. Was kann ich für dich tun? Surprise, mein Freund. Nein, Toast blickt. Du kannst mich setzen. Wie alle anderen. Die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mitmacht. Aber auch mein Stuhl.